Hallo Dampfer, Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute geht es wieder um ein Aroma. Also sind wir wieder auf der Folge schon probiert. Und ja, was habe ich zum Angebot? So, ja, ihr seht selbst, auf den Dingen steht Not for Rats, Rat Killer. Ja, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig so ausgesprochen habe. Ihr wisst ja eigentlich, ich suche immer nach ausgefallenen Namen, geschweige denn auch ausgefallenen Komplikationen. Und ja, da habe ich diese Red Killer von Not for Reds gesehen. Also allein schon die Aufmachung dieses Liquids, wie ihr sehen könnt, hat mich dazu bewogen, eigentlich das Liquid zu kaufen. Ja, und dann gibt es natürlich, wie ihr sehen könnt, auf die Flasche da unten Red Trap, Red Killer, Red Catcher und Red Passion. Ja, also das heißt tatsächlich, das, was angekreuzt ist, das ist also die Red Killer hier inside, ist natürlich auch da drin. Das heißt also, die Firma Steam Shops oder Steam Stores aus Ansbach, jetzt muss ich mal kurz gucken, Steamer Store in Ansbach hat diese Liquids in Umlauf gebracht und die gibt es in vier verschiedenen Formen, Geschmäcker. Ne? Einmal mit irgendwas mit Eisbonbon und einmal mit Früchtemix und noch etwas. Ich habe aber gedacht, nein, ich nehme mal den Red Killer, weil Rattenkiller, warum nicht? Und ich muss hoffentlich sagen, dass es hoffentlich auch gut schmeckt. Also von anderen, ja, wie soll man sagen, Berichten her schmeckt es eigentlich sehr gut. Und da dachte ich mal, probier es mal einfach, ne? Weil Red Killer allein schon die Aufmachung ist richtig, richtig gut. Ja, ihr seht auch selbst, ich habe natürlich die Variante Kaugummi mit Grapefruit. Kaugummi mit Grapefruit. Wie schmeckt das? Ja, solange mich nicht umbringt, ist das, ja, ich bin ja keine Ratte, aber ich will nicht, dass es mich umbringt. Nein, ich habe das wie gesagt jetzt hier. Ihr seht selbst, da ist es, hallo. Ja, ne? Nein, aber es wäre natürlich klar, Informationen habe ich jetzt nicht mehr allzu viel. Also Reifezeit ist hier natürlich mehr als 10 Tage. Steht auch drauf. Also Minimum 10 Tage ist die Reifezeit. Ich habe natürlich viel, viel länger reifen lassen. Ja, dann gucken wir jetzt mal nach. Wir probieren jetzt mal, ob man tatsächlich die Kaugummi und die Grapefruit da drin schmecken. Machen wir natürlich aber erstmal den Riechtest wie immer. Ja, da muss ich natürlich zu sagen, ich rieche die Kaugummi. Aber nicht dezent, sondern einfach nur die Grapefruit am stärksten. Ja, der Kaugummi ist da mit dabei. Also das ist wirklich eine richtige Kombination von Kaugummi und den Grapefruit, aber beim Riechen ist eigentlich der Grapefruit drin. Ne? Also es kann natürlich aber auch Grapefruit Kaugummi sein. Und so, wenn es jetzt eigentlich mal so, wenn man es bedenkt, man kaut einen Kaugummi und der schmeckt nach Grapefruit, dann kann ich mir vorstellen, dass es so ist. Ne? Also man riecht auch den Kaugummi, aber eben die Grapefruit als Frucht. Ja, machen wir jetzt mal den Nacktest. Süß. Sehr süß. Ja, sehr süß. Kaugummi. Schmeckt man direkt raus. Kaugummi. Als würde man natürlich die ganze Zeit ein Kaugummi essen. Grapefruit kommt auch. Klar, die Grapefruit ist da. Eben weil es eine Fruchtkaugummi, also Fruchtkaugummi ist. Und aber man schmeckt tatsächlich auch dahinter die Kaugummi. Ja, also das ist tatsächlich so. Ja, also darauf brauche ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ihr wisst jetzt selbst natürlich klar, einmal im Mesh, einmal im Doppelkeuler. Habe ich schon wieder fertig gewickelt. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Mesh an. Ich drehe mal ein bisschen hier runter, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass die Grapefruit jetzt ziemlich gut rauskommt, aber der Kaugummi nicht. Normalerweise ist das so, ich habe schon eigentlich genug einziehen lassen. Vielleicht muss ich aber noch was da drauf tropfen.
Und wie gesagt, ich hatte ihn ja schon gewickelt. Ich warte mal eigentlich ein bisschen. Schon mal vorher wickle ich die immer komplett neu und dann eben versuche ich darauf zu dampfen und immer, ne, den Geschmack herzukriegen. Ja, man schmeckt die Grapefruit, aber den Kaugummi nicht so. Das ist natürlich schon eine Sache. Jetzt kommen wir langsam. Vielleicht hat es daran gelegen, dass es ein bisschen kommt. Ja, aber jetzt gucken wir mal mit den Doppelkeuler. Ich schaue mal nochmal nach, ob alles in bester Ordnung ist. Vielleicht nochmal ein paar Tropfen drauf tun. Dann anschließend dann zu dampfen. So. Ja. Ich denke mal, das reicht. Ja, und dann gucken wir mal, wie es jetzt darauf schmeckt. 54 Watt, wie der eigentlich immer kann. Ui. Hier kommt am besten raus. Entweder muss ich tatsächlich mal langsam mein Mesh da, den Meshstreifen mal erneuern. Muss ich mal, denke ich mal, machen, den Meshcoil. Aber hier. Wow. Sehr, sehr, sehr lecker. Das muss ich sagen. Also, tatsächlich. Reinste Kaugummi mit Grapefruit-Geschmack. Ja, also. Ne? Sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gute Kombination. Oh, jetzt habe ich ein bisschen hier fertig, zu stark gequalmt. Nee, aber es ist eine sehr gute Kombination. Schmeckt unheimlich gut sogar. Sehr, sehr, sehr lecker. Den Kaugummi und eben den Grapefruit. Das ist was anderes. Mal endlich, weil wenn man sonst mal so eine Frucht Kaugummi ja meistens im Mund hat und kaut und kaut und kaut und kaut und kaut, dann hat man eigentlich gar keinen Geschmack mehr drin. Ne? Und irgendwann ist nur noch der Kaugummi und gar nichts mehr. Kein Geschmack, gar nichts. Und das habt ihr natürlich mit diesem Aroma nicht der Fall. Denn ihr habt immer wieder um Geschmack und immer wieder um Kaugummi. Da müsst ihr also nicht unbedingt jetzt Kaugummi kauen, um das natürlich zu machen. Dampft einfach und schon habt ihr wieder Grapefrucht-Kaugummi. Ja, eine fruchtige Kaugummi. Das schmeckt wirklich wunderbar. In dem Mesh, wie gesagt, auch. Nur ich denke mal, den Mesh muss ich wechseln. Hier in den, wie gesagt, Dampfer verteilt, schmeckt das natürlich sehr gut. Natürlich habe ich aber auch vor kurzem euch den Vaporesso Eye Tank vorgestellt und da habe ich dieses Zeug natürlich eingefüllt. Das habe ich vorher euch nicht gezeigt, weil ich es eben das zeigen wollte. Das ist ein Fertigkeuler. Und ich muss sagen, da hat dieser Geschmack richtig gut rausgebracht. Das ist der Hammer. Also in diesem Fertigkeuler von den, wie gesagt, vom iTank, vom Vaporesso, schmeckt das eigentlich sogar noch viel besser als eigentlich hier unsere Coils. Vielleicht müssen natürlich die Coils mal alle beide gewechselt werden. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich die einfach mal wieder neu machen muss. Ja, also dieser Red Killer schmeckt wirklich fantastisch. Und wenn der schon schmeckt, denke ich mal, müssten die anderen auch schmecken. Ja, also, besser kann es nicht sein. Habe ich wieder gut ausgedacht und ich hoffe, dass das so geschmeckt all day wird oder zumindest mit in meiner Kategorie behalten. Nein. Ja, ich denke mal, das war es jetzt auch. Hoffentlich habt ihr wieder so einen kleinen Einblick in schon probiert drin gehabt und ich würde freuen natürlich, wenn ihr wieder einen Daumen hoch lässt natürlich oder ein Abo macht. Ne? Da. Abo macht und dann wird mit meinem Spruch wie immer guten Dampf bis zum nächsten Video. Tschüss.